The dream comes true, so beschreibt das Sunlight zumindest in ihrer Kommunikation. Und der Traum, der steht hinter mir. Das ist nämlich der neue Sunlight Cliff 4x4, also ein waschechter Allrad. Oder wie Sunlight ihn intern nennt, der Cravallo. Mit dem Trailer haben sie natürlich schon eine richtige Benchmark gesetzt, muss man echt sagen, wie sie das Fahrzeug selber angeteasert haben. Da mal ein kleiner Ausschnitt für euch. Ihr seht also schon, das sind auch echte Filmaufnahmen, dass das schon richtig, richtig extrem ist und dass man mit dem Fahrzeug auch deutlich ein paar Schweinereien auch anstellen kann. Das darf man auch einfach sagen. Und obendrauf als kleiner Fact nochmal für euch, ganz, ganz cool, nämlich die Fahrgestellnummer von dem Fahrzeug. Da könnt ihr mal reingucken, ja. Xtreme steht hier wirklich drauf. Das Fahrzeug soll das auch so ein bisschen verkörpern und bevor ich euch nochmal innen und außen und alles zeige, jetzt erstmal nochmal von uns richtig schöne Highlights zum neuen Sunlight Cliff 4x4. Also ihr seht schon, ich habe schon die ersten Schweißflecken. Hier sind gerade 35 Grad. Wir sind hier im Roberto Beach, wo halt heute die Sunlight-Händlertagung ist. Und wir sind jetzt schon ein bisschen früher da, deswegen sind hier noch so ein paar Badegäste. Wakeboard wird gefahren, also geile Kulisse. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn es geht eigentlich um dieses Fahrzeug. Ihr seht ja schon, der ist noch entsprechend schmutzig. Und fand ich eigentlich eine geile Idee, dass sie den genauso gelassen haben, wie sie den auch gefahren sind, also Sunlight. Und da können wir schon die ersten richtig coolen Gimmicks sehen. Das Fahrzeug ist jetzt mit Delta-Felgen ausgestattet. Das könnt ihr natürlich auch wieder an den klassischen Nieten hier an der Seite erkennen. Grobstollenreifen, also All-Terrain-Reifen, die auch für den Allrad so einfach auch passend sind. Und ihr seht natürlich, dass das Ganze eine Ford Transit-Basis ist. Sunlight ist ja ein Fan von Schlichtem und dementsprechend haben sie das Außendesign auch schlicht gelassen. Schön in Schwarz, ist jetzt natürlich gerade bei dem Wetter nicht optimal, aber es sieht einfach geil aus. Cliff 4x4 steht hier in so einem, wir können es mal angucken, in so einem Tarngrün. Das sieht auch geil aus und einfach noch ein weißes Sunlight. Und trotzdem, dass es jetzt, sage ich mal, einfach ist, guck mal hier, das hätte ich was gar nicht erkannt, noch so eine matte Beklebung in Schwarz. Also trotzdem, dass es relativ einfach und schlicht ist, sieht er dann doch irgendwie wieder cool aus. Das hat auch einen Grund noch, warum der so cool aussieht, nämlich die Front. Das erinnert jetzt so ein bisschen an den Ford Raptor. Wer Ford kennt, der weiß ja, dass die auch Allrad richtig gut können. Und jetzt haben sie das eben auch in den Transit mit übergebracht. Einmal hier nochmal in der Adventure Edition, wie man sehen kann. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Schöner Bullfänger hier vorne nochmal, der auch ordentlich Stabilität nochmal zumindest aussagt. Und einfach auch ein breites, martialisches Auftreten, auch wie sie denn jetzt hier noch auf den Hügel gefahren haben. Und ihr seht ja schon, wir sind hier auf einem Beach, also mit Sand, also ein Sandstrand sozusagen, ein angelegter. Und das Fahrzeug haben sie hier reingekriegt, ja, und auch noch hier drauf gekriegt. Das spricht ja schon mal für die Allradqualitäten, die das Fahrzeug dann auch hat. In der Adventure Edition kommt das Fahrzeug dann wahrscheinlich auch mit den Rahmenfenstern. Wie gesagt, das ist alles ein Prototyp, das heißt, das Fahrzeug soll ab Herbst rauskommen, da kann sich noch das ein oder andere ändern. Also seid mir nicht böse, wenn wir euch jetzt einfach so ein Sneak Preview zeigen oder euch auch einfach mal so ein bisschen einheizen auf den Sunlight, wie er dann im September kommt. Und ich habe auch schon fest geplant, dass ich den so schnell wie möglich für euch auch mal teste und Probe fahre. Ich bin jetzt zwar nicht der Allrad-Experte, aber trotzdem wäre es mir auch mal wichtig, das Fahrzeug auch einfach mal zu spüren und zu fahren. Denn der Allrad soll ja eigentlich viel versprechen, zumindest sagt Ford das. Wie der Allrad jetzt genau aussieht, Sunlight hat bei Ford angefragt, noch keine Antwort bekommen. Aber man kennt ja den Ford Transit Trail sozusagen, den Campervan, den ich dann auch mit Allrad ausstatten kann als Ford-Basis. Und dort sprechen sie ja von einem
sehr, sehr guten Allrad, der auch mit dem ESP gemeinsam das Drehmoment auf die einzelnen Räder überträgt und auch mit einem Sperrdifferential noch dabei. Das ist natürlich jetzt mal so die Hausmarke, aber offiziell auch von Sunlight und Ford nicht bestätigt, dass es dann auch beim Sunlight Cliff so sein wird. Deswegen mache ich euch den kleinen Disclaimer, ich will hier nichts Offizielles sagen, aber es kann gut sein, sagen wir es mal so, es kann sehr wahrscheinlich sein, dass das dieser Allrad ist, der jetzt auch schon im aktuellen Ford Transit Trail verbaut ist. Jetzt höre ich mal auf mit diesem ganzen Gebabbel. Jetzt gucken wir mal ins Fahrzeug rein, aber dafür müssen wir einen kurzen Location-Wechsel machen, denn das Fahrzeug, das wir innen anschauen, ist nochmal ein anderes als der hier. Bis gleich. Für euch jetzt auch mal ohne Sonnenbrille, jetzt gucken wir mal hinten rein. Also da ist jetzt nicht viel zu sehen oder was man vielleicht schon erkennen kann, vielleicht jetzt nicht auf dem Video unbedingt, aber das Fahrzeug ist relativ hoch. Dazu kommen wir aber dann noch, wenn wir drinnen sind. Gaskasten auf der linken Seite, 2x11 Kilo passen rein. Und da haben wir jetzt noch ein Ersatzrad drinnen von der tollen All-Terrain-Bereifung. Jetzt kann man schon mal so ein bisschen reingucken, wie das Fahrzeug dann auch äußerlich sein wird. Was ja Sunlight richtig gut kann, ist Preis-Leistung und das wird auch bei dem Allrad der Fall sein. Wir können euch jetzt leider noch keinen Preis verraten, aber ich habe schon gehört und es wird wahrscheinlich nicht teuer werden. Also im Vergleich zu anderen Allradfahrzeugen, wenn wir beispielsweise mal zum Hümer Grand Canyon S gehen, dann wird es schon eine sehr, sehr gute Leistung werden. So. Ich mache mal wieder hier zu und wir gucken jetzt mal gemeinsam ins Fahrzeug rein. Sehr schöne Treppe hier übrigens, Teil des POS-Konzept. Und was ihr gleich sehen könnt, und das ist ein großer USP von dem Ford Transit, Stehhöhe. Hier ist zwar eine Bullenhitze, aber ich habe hier eine sehr, sehr gute Stehhöhe. Also 2,02 Meter sind das. Und das sieht man auch. Der ist jetzt natürlich ein bisschen schmaler als der Fiat. Also der hat jetzt eine Breite von 2,11 Meter. Zu den technischen Daten komme ich aber am Schluss vom Video nochmal. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, dass ich hier eigentlich für einen Campervan für unter 6 Meter, und jetzt sind wir schon wieder bei den technischen Daten, sehr, sehr viel Platz habe. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, euch das im Video zu vermitteln. Sunlight hat auch noch einiges geändert hier drinne. Und das ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich mir das Fahrzeug so richtig angucke, um offen zu sein mit euch. Einerseits seht ihr mal, wenn wir mal vom Design sprechen, dass die komplette der komplette Küchenblock in einem Anthrazitton ist, in so einem Holzanthrazit. Das Holzdekor kennen wir schon aus den anderen Fahrzeugen. Ich meine aber, dass es eine andere Struktur hat und dann eben noch der dunkle Boden. Aber halt einfach ein sehr schlichtes und auch zeitloses Design. Also das haben sie jetzt schon seit ein paar Jahren und es sieht gut aus. Und dann halt noch mit diesen neuen Möglichkeiten. Und der Druckknopf ist auch anders, wenn ich das gerade so mal noch anmerken darf. Ne? Ist auch nochmal ein riesen Unterschied zu den normalen silbernen, die wir dann haben. Dann haben wir hier noch so ein kleines Staufächlein. Hier vorne auch sehr präsent. Zwei Steckdosen, USB-Steckdose. Also alles da, dann hier noch die kleinen Häkchen und dementsprechend noch meine Spüle. Ich gucke jetzt auch mal mit euch in den Zweiflankkocher. Der sieht auch gut aus. Klar, was mir hier jetzt auch fehlt, ist noch ein bisschen Platz für die Kaffeemaschine, aber es ist jetzt einfach mal ein anderes Design, frisch und aufgeweckt, wie Sunlight es eben eigentlich immer ganz gut macht. Und ich hoffe, dass wir den dann auch in Serie haben, nämlich unseren auf beiden Seiten öffnenbaren Dometic-Kühlschrank. Ich muss jetzt aber gestehen, der ist ein bisschen weit hinten. Also das ist jetzt ein kleines Problem, aber kein großes. Grundsätzlich auch eine coole Geschichte. Jetzt auch hier mit den schwarzen Knöpfen. Was jetzt vielleicht noch fehlt, vielleicht setzt Sunlight das ja noch bis Herbst um. Also sehen ja hoffentlich dieses Video auch, dass man die Armaturen vielleicht auch noch in einem Mattschwarz hinbekommt. Das fände ich jetzt zum Beispiel auch noch ganz cool, so mit dem Restdesign vom Fahrzeug. Hier oben dann noch so kleine Fenster. Die haben wir beim Detlefs auch, ist glaube ich konstruktionsseitig nicht mehr oder weniger drin gewesen. Deswegen hat man das so gelöst, aber es kommt auf jeden Fall Tageslicht rein, auch nach hinten durch. Macht es eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und was für mich noch ein großer Vorteil ist, ist jetzt hier auch das Bad einfach. Also wir haben jetzt hier keine klassische Tür mehr, sondern eben eine
Falttür, die aufgeht. Das heißt, die Tür ist mir nicht im Weg, in keinem Fall. Ich kann hier stehen, kann die Tür aufmachen, ohne dass sie mir jetzt wirklich im Weg rum ist. Und dann gehe ich mal hier rein. So, und ich sage euch ganz ehrlich, Platz habe ich hier jetzt nicht en masse, aber durch die Stehhöhe, wenn ich das Holzlattenrost, meine Schuhe noch wegmache, kann ich mich hier zumindest gut abduschen. Ich habe dann hier auch noch so einen Vorhang. Ist jetzt schwierig, das zu zeigen. Aber ich mache es einfach mal. Ne, also, sprich, der geht einmal hier rum und dann einmal noch hier vorne. Ihr könnt es ja ungefähr sehen dann, wie ich dann im Vorhang dastehe. Also Platz ist da, aber natürlich kein Luxus. Ist auch ein Campervan mit, wie schon gesagt, unter 6 Metern. Also 5 Meter und 98. Das ist natürlich noch relativ schwer, da dann noch Sachen unterzubringen. So, also bis später. Ja, eine Dusche hätte ich tatsächlich, guck dir das mal an, eine Dusche hätte ich echt nötig. Ja. Naja, da machst du nichts, ne? Was ich jetzt aber noch mache, ich lege mich jetzt einfach mal ins Bett rein. Dazu ziehe ich die Schuhe aus. Ich lege mich jetzt noch mal ins Bett rein, einfach um das mal zu testen. Wir haben hier eine Länge von 1 Meter und 9, von 1,90 Meter. Also ich bin schon ein bisschen eingequetscht, um ehrlich zu sein. Aber das ist halt die Fahrzeugbreite oder der Fahrzeugbreite geschuldet. Es ist vorne und hinten Platz und ich schlafe eh nie mit ausgestreckten Beinen. Und von daher passt es eigentlich auch von meiner Seite zumindest. Das müsst ihr dann zum Schluss immer ihr für euch selbst entscheiden. Thema Stauraum haben wir hinten auch einiges. Und vor allem auch hoch. Du kannst mal, vielleicht kriegst du da mal so eine gute Aufnahme hin. Also viel Platz nach oben ist auf jeden Fall da. Was wir hinten noch haben, weiß nicht, ob man das sehen kann, noch so ein Netz hier unten. Ja, und oben noch eine schöne Ablage. Also nochmal zusätzlich Platz, den wir dann noch zur Verfügung haben. Boah, das ist echt der Wahnsinn, ey. Ich öl. Boah, guck dich das an. Es wird immer schlimmer. Zum Glück habe ich schwarze. Noch die Sitzgruppe und dann die technischen Daten. Zum Ford will ich euch jetzt gar nicht mehr so viel zeigen, weil wir den Ford Transit schon mal gemacht haben und als Allrad ist es dann eh nochmal ein anderes Fahrgefühl. Ich will hier jetzt gerade eigentlich nur das Ding drehen. Ah, hier. Einmal drehen. So, dann kann ich mich hier auch hinsetzen. In der Adventure, ich muss auch echt aufpassen, dass ich hier jetzt nicht alles voll schwitze, tatsächlich wegen der Hitze. In der Adventure Edition, jetzt hier wieder mit dem Kunstleder und dem Kunstwildleder in der Mitte, eigentlich ganz gut gemacht. Bei Ford gefällt mir auch relativ gut, dass wir jetzt hier nicht so hoch sitzen. Das finde ich auch schön und auch die Sicht nach draußen ist sehr, sehr gut. Das Fahrzeug ist auch besser in den Rest integriert. Also wir haben hier zwar eine Ablage, aber grundsätzlich haben wir hier so einen schönen fließenden Übergang, so wie wir es beispielsweise auch bei Mercedes kennen. Und das finde ich immer ein sehr, sehr großer Vorteil. Dann hier noch ein kleines Fächlein unter der Sitzbank sitzt in dem Fall die Heizung. Kann man ja auch sehen an dem Rohr, das hier rauskommt. Und dann haben wir euch innen eigentlich gleich mal ein bisschen was gezeigt. Und dann sind wir auch schon bei den technischen Daten von dem Fahrzeug. Ich habe es euch ja gesagt, 5 Meter und 98, 2 Meter und 11 breit und eine Höhe von 2 Meter und 79. Also die Höhe ist jetzt ein bisschen mehr. Masse im fahrbereiten Zustand, Zuladung und technisch zulässiges Gesamtgewicht. Da gibt es jetzt im Moment keine Angaben. Die Informationen kriegt ihr dann selbstverständlich von Sunlight, wenn das Fahrzeug dann mal wirklich auf den Markt kommt. Und bei den Liegeflächen, das habe ich ja euch schon mal gesagt, da haben wir im Heck 1,92 m mal 1,47 m. Aber wie gesagt, das sind alles Angaben ohne Gewähr, denn bis zum Herbst kann sich das natürlich alles nochmal ändern. In dem Sondermodell in der Adventure Edition, das wird es wahrscheinlich auch nur mit der Adventure Edition geben, ist dann wieder drinne, also der 170 PS, der Allrad sowieso, die schwarze Farbe, Stoßfänger lackiert und die Außenabklebung, die wir in der Adventure Edition kennen, das sogenannte Ford Chassis Paket, das Basic Paket, Rahmenfenster sind mit drin, Markise ist mit dabei und der Kühlergrill verchromt, genau, und 16 Zoll Alufelgen dann noch am Start. Sonderausstattung haben wir dann noch die Möglichkeit, das Chassis-Komfort-Paket zu bestellen. Dann haben wir hier nochmal das Ford-Audio-System, was wir hier sehen, mit Navigation und allem noch mit dabei, mit DAB Plus und Apple CarPlay und Rückfahrkamera und schieß mich tot. Und die Beak, Xenon-Scheinwerfer inklusive Kurvenlicht, die ja auch nochmal eine Sonderausstattung von Ford sind. Ansonsten noch das Holzlattenrost in der Dusche, eine Anhängerkupplung ist noch möglich und dann natürlich noch den Fahrradträger, den ihr noch optional dazu machen könnt. Ja,
Wie schließt man das Ganze ab? Hier? Nehmt's mir nicht übel, ich habe mir hier echt einen abgeschwitzt, aber für euch mache ich das natürlich gerne. Abschließend kann man wirklich sagen, ich bin wahnsinnig gespannt drauf, wie der dann wirklich fährt. Also der Trailer hat schon einiges hergegeben und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das sind echte Aufnahmen. Also das war wirklich, das Fahrzeug wurde wirklich so bewegt. Also auch mit Aufbau und allem Möglichen. Die Delta-Felgen, der Auftritt, das sieht alles richtig geil aus, wie Sunlight hier das ausgestellt hat. Und für den Preis, glaubt mir es, wenn er dann mal kommt, das ist in Ordnung. Volle Kanne für so ein Fahrzeug für den Allrad. Innen drin sieht er auch noch schön aus, außen auch. Der Allrad, den ich jetzt vom Ford Trail kenne, Ford Transit Trail, der macht für mich einen guten Eindruck. Also zumindest auf dem Blatt Papier von den Erfahrungsberichten. Und ob der dann so im Fahrzeug ist, das darf ich euch jetzt nicht sagen. Da gibt es jetzt keine offiziellen Angaben dazu, aber ich denke mal, dass es der sein wird. Und mich freut es erstmal euer Feedback in den Kommentaren. Schreibt es uns gerne rein. Wirklich zum Fahrzeug. Was wollt ihr noch sehen? Was sollen wir unbedingt noch mit dem Sunlight machen? Also sagt es uns einfach mal quer raus. Dann natürlich ein kostenfreies Abo. Lasst uns die Glocke da. Und ganz, ganz wichtig, ein kostenfreier Daumen nach oben. Wir freuen uns wirklich sehr über eure positive Bestätigung, über euer Feedback, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder und ich freue mich, euch die nächste Neuheit auf diesem Kanal präsentieren zu dürfen.